Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Die Sabine und ich, wir werden uns heute um das Thema 7-Minuten-Workout kümmern. Die Sabine wird mich dabei etwas unterstützen, indem sie mir die Übungen ansagt, mich ein bisschen motiviert und auch ein paar Erklärungen dann dazu gibt. Das 7-Minuten-Workout, wie der Name schon sagt, besteht aus 12 Übungen mit insgesamt 30 Sekunden Belastungszeit und 5 Sekunden Pause dazwischen, sind also dann 7 Minuten. Und Problem bei diesem Workout ist, es ist zwar ganzheitlich aufgebaut, aber es gibt eine Übung, das sind die sogenannten Side Planks, der Seitunterarmstütz. Der wird ja normalerweise immer nur auf einer Seite gemacht. Würde man den jetzt also dann auf jeder Seite ausführen wollen, müsste man die 30 Sekunden Einheit teilen. Wir werden, wie gesagt, die Variante wählen, dass wir 15 Sekunden machen, eine Seite, werden dann die Seite wechseln, damit wir im Rahmen unserer 7 Minuten bleiben. So, wir beginnen. Erste Übung für den Alex ist der Hampelmann. Auf die Plätze, fertig und... Ja, eine schöne Ausdauerübung. Auch hier die Spannung behalten. Der Bauchnabel ist leicht eingezogen und die Arme nehmen den weiten Weg. Es ist ein bisschen anstrengender, als wenn man nur hier hantiert. Dann merkt man immer erstmal, wie lange so 30 Sekunden sein können. 10 Sekunden haben wir nämlich noch. Das macht der Alex richtig gut. Noch 3, 2. Als nächstes geht es in den Wandsitz. Dafür nimmst du dir einfach irgendeine Wand oder und go. Oder wie wir hier, einfach irgendwas, wo du dich anlehnen kannst. Schau darauf, dass die Beine 90 Grad angewinkelt sind. Ja, und dann einfach mal halten und dann spürst du schon, wie viel die Übung ist. Spürst du deine Beine schon? Nicken, wenn du sie spürst. Prima. So, du hast noch 12 Sekunden. Weiteratmen. Genau. 5, 4, 3, 2 und es geht runter in den Liegestütz. Und go. So, das ist eine Ganzkörperübung, die ist sehr komplex. Fast der ganze Körper arbeitet mit, auch wenn wir hauptsächlich die Brustmuskeln trainieren. Wir haben aber auch die Arme, die Schultern, der Bauch, der ganze Rumpf. Manche spüren sogar ihre Oberschenkel. Wichtig ist, der Kopf bleibt in Verlängerung der Halswirbelsäule, so wie der Alex das hier ganz prima vormacht. Den ganzen Körper in einem absenken und mit der Ausatmung wieder hoch. Nur noch 3, 2 und umdrehen, Crunches, Bauchmuskelübung. Go. Die Beine sind hüftbreit auseinander, die Hände am Hinterkopf, wichtig auch wieder hier, den Kopf in Verlängerung der Halswirbelsäule, den Blick nach oben für den Nacken. Der Bauchnabel ist immer ganz leicht eingezogen und mit der Ausatmung nach oben rollen, sodass die Schulterblätter sich gerade vom Boden lösen. Wieder nur 5 Sekunden. 3, 2, es geht zum Step auf einen Stuhl oder wie wir hier. Wir haben uns hier einfach und go. 3 Steps übereinander. Wichtig ist die Sicherheit, also schau, dass dein Stuhl nicht rutscht oder deine Bank oder deine Box oder wie auch immer. Immer mit dem ganzen Fuß auftreten, nicht nur mit dem Ballen. Und oben ganz groß machen. Genau, immer im Wechsel, damit beide Beine gleichzeitig trainiert werden. Dann geht links hoch, beim nächsten Mal rechts hoch. So, und als nächstes die Knie beugen. Und los. Auch wieder hier ungefähr, schulterbreiter Stand. Die Fersen bleiben am Boden, der Rücken bleibt gerade, das Gesäß nach hinten, unten schieben. Und der Alex hat auch sein Krönchen auf, das heißt, der Kopf bleibt wieder in Verlängerung der Halswirbelsäule. 10 Sekunden noch. Beine, Po, aber auch Rumpf werden hier trainiert. 5, 4, 3, 2 und Trizeps-Dips. Auch wieder eine Bank, ein Stuhl oder was auch immer du findest. Für die Rückseite der Oberarme. Für uns Frauen ist das der linke Arm. Gar nicht so unwichtig. Hier ist wichtig, dass die Schultern schön tief bleiben, weit weg vom Ohr und die Kraft wirklich nur aus dem Oberarm kommt. Wenn das jetzt viel zu schwer ist, dann kann man auch die Füße anstellen, dann wird es ein bisschen einfacher, aber der Alex schafft ja auch hier die fortgeschrittene Variante. 5,
4, 3, 2, Unterarmstütz. Und go. Der Unterarmstütz ist wieder eine Ganzkörperübung für die vordere Muskelkette. Wichtig ist hier, dass der Körper wieder auf einer Linie ist. Das heißt, der Po ist nicht zu weit oben, aber auch nicht zu weit unten. Das spürt man ganz gut, wenn man merkt, dass die Bauchmuskeln mitmachen. Auch hier ist wieder der Platz zwischen Ohr und Schulter sehr groß, der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule und versuchen flüssig weiterzuatmen. 5 Sekunden noch. 3, 2 und wir wechseln zum Laufen auf der Stelle, High Knees. Es wird hier schon warm und go. Jetzt wird es gleich noch ein bisschen wärmer. Eine der Cardio-Einheiten, der Puls schält nach oben. Die Knie zieht der Alex hier richtig weit nach oben. Auch wenn es anstrengend ist, hier darf man sich nochmal richtig auspowern. Darum geht es ja in diesem Programm. Hast gleich geschafft. 3, 2 und das nächste wären Ausfallschritte. Genau, großer Schritt nach vorne. Wichtig ist, das vordere Knie bleibt ungefähr über dem Sprunggelenk, das hintere Knie Richtung Boden und dann mit Kraft von vorne wieder zurück in den Stand schieben. Oberkörper wieder aufrecht. Auch wieder im direkten Wechsel. Wir wollen ja fair sein zu beiden Beinen. 3, 2, Liegestütz mit Rotation. Es geht also wieder auf den Boden. Und go. Eine Liegestütz und dann vom Boden wegdrücken. Direkt wieder runter in den Liegestütz. Andere Seite. So wie bei allen Rumpfstützvarianten gilt auch hier wieder, der ganze Oberkörper ist angespannt. Der Alex nimmt auch den Blick mit zur Hand. Ist dann auch koordinativ ein bisschen schwieriger. Wenn das so wackelig ist, guck einfach nur zur Seite, ist egal. Und seitlicher Unterarmstütz. Du darfst unten bleiben. Die letzte Übung und go. Nach 15 Sekunden wechseln wir hier. Ellbogen ist unter der Schulter. Kopf in Verlängerung der Halswirbelsäule. Bauchnabel ist leicht eingezogen. 3, 2, wechsel die Seite. Genau. Wir sind auf den Füßen, das heißt, die Beine sind in der Luft. Ich komme hier locker mit meiner Hand drunter. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2. Geschafft. Alex, du bist erlöst. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen. Und wenn du in Zukunft nichts verpassen willst, dann abonnierst du unseren YouTube-Kanal.